Endlich Balsam auf die Wunden der geschundenen Brandenburger SPD. So schien es jedenfalls, als Simon Faut 40 smart, einnehmend, weltoffen mit internationaler Biografie vor die Delegierten des Europakandidatenparteitages in Bad Wildau trat. Überall in den folgenden Wochen strahlte er Mut und Zuversicht aus, nahm er die Genossen mit. Als jemand, der zugezogen ist, kann ich euch sagen, diese Brandenburger SPD ist etwas Besonderes. Es ist ein besonderer Geist, der hier weht. Man glaubte dem jungen Mann, der so ganz anders wirkte als die hausbackene altväterliche Sozi-Partei, die das Land seit 30 Jahren regiert, aber jetzt von den Umfragen ganz nach unten gezogen wird. Endlich ein moderner Politiker, der für eine aussichtsreiche Zukunft steht. Die Delegierten wählten den Himmelsstürmer zu ihrem Europakandidaten und missachteten damit den Wunsch des Landesvaters Woidke, der auf die junge Parteisoldatin Maja Waldstein, Ex-Juso-Chefin, gesetzt hatte. Eine kleine Revolution in Brandenburg. Wie konnte es passieren, dass dieser ehrgeizige Jungpolitiker so durchmarschieren konnte? Das fragten sich viele im Land und keiner ahnte, dass seine Kandidatur auf einem Lügengebilde basierte. Orientiert nicht am Parteiwohl, sondern nur am eigenen Karrieredenken, das teilweise narzisstische Züge aufwies. Faut ging skrupellos vor, täuschte Parteifreunde in Brandenburg an der Havel und benutzte eine junge Frau für sein intrigantes Spiel, um an die Fleischtöpfe der Macht zu kommen. Dem SKB liegen autorisierte Chatprotokolle vor, die alles über das Innenleben dieses Politkarrieristen belegen. Faut wollte auf den Niedergang der Sozialdemokraten reagieren, wusste genau, in Zukunft wird es eng in der SPD, wenn es um gut bezahlte Posten geht. Aber er wollte nach oben. In Hamburg geboren, machte er nach seinem Studium in Potsdam schnell Karriere, durchwanderte zahlreiche Funktionen in Partei und Fraktion, lebte in Brüssel und Berlin, war Redenschreiber für Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel. Zuletzt landete er als Referent im Bundeswirtschaftsministerium. Doch das genügte dem Ehrgeizling nicht. Faut wollte ein hochbezahltes Mandat, ob in Europa oder im Bundestag, das war ihm gleichgültig. Hauptsache Macht und Einfluss. Seine Gedanken darüber schrieb er einer Bekannten in Berlin, von der noch ausführlich die Rede sein wird. Und dabei nahm er kein Blatt vor den Mund. Der Berliner Landesverband ist ein sehr schwieriger Haufen. Die Brandenburger SPD ist sehr bodenständig. Diese Erkenntnis reichte dem in Berlin lebenden und wohnenden Faut schon, um seine Fühler ins Nachbarland auszustrecken. Doch jahrelang hatte er null Bezug zum Flächenstaat. Studium in Potsdam und Mitarbeit im Sozialministerium waren lange her. Also, wie wird aus einem Berliner in kürzester Zeit ein waschechter Brandenburger? Faut dachte nach und kam zu der Erkenntnis, drei Dinge braucht der Mann. Eine Parteibasis, eine Wohnung und eine Frau. Die Basis war schnell gefunden, die nach seiner Spaltung am Boden liegende SPD in Brandenburg an der Havel lechzte geradezu nach einem Hoffnungsträger und fragte nicht nach, als SPD-Urgestein Hubert Borns ihn auf dem Unterbezirksparteitag vorschlug. Faut wurde in Abwesenheit in den Vorstand gewählt. Keiner prüfte, ob er überhaupt in der Havelstadt wohnt. Faut schrieb dazu: Ich wurde da freundlich aufgenommen und in den Vorstand gewählt. Es ist eine große Ehre, das dauert sonst länger. Nächster Schritt. Faut brauchte eine Wohnung. Die fiktive Wohnung suchte er per Stadtplan aus. Kurstraße 1 könnte schon passen, dachte er. Eine Phantomadresse, er war dort nie Mieter. Und jetzt musste noch eine Frau her. Da kam ihm seine Berliner Bekannte wieder in den Sinn, die immer gerne Freunden einen Gefallen tat. Doreen, ja, die könnte er als seine Frau ausgeben. Und schon war sein perfektes Doppelleben inszeniert. Doreen in Berlin ahnte nicht, dass sie in der Havelstadt als seine Frau herhalten musste, mit der er bei den dortigen Genossen prahlte, dass er mit ihr schon jahrelang in Brandenburg an der Havel lebe, aber selbst in Berlin arbeite. Über seine Karriereabsichten ließ er seine Bekannte jedoch nicht im Unklaren. Er schrieb ihr: Nun ist es so, dass mein Motiv war, dass ich irgendwann im Leben mal die Chance haben will, für ein Mandat zu kandidieren. Und 2021 wird da ein Bundestagswahlkreis für die SPD frei. Er täuschte die gutgläubigen Genossen mit seiner ersponnenen Geschichte. Zum Beispiel wurde ich mal gefragt, ob die Pendelei nicht anstrengend sei. Faut erreichte bald ein wichtiges Etappenziel. Susanne Melio, die bisherige SPD-Europaabgeordnete, erklärte, dass sie nicht mehr antreten wolle. Nun war der Weg für Faut frei. Mein Unterbezirk hatte mich da nominiert. Nun aber legte Faut erst so richtig los.
Für den Wahlparteitag brauchte er unbedingt eine Partnerin und da erinnerte er sich an seine Bekannte in Berlin. Er bat sie, ihn zum Parteitag zu begleiten. Ohne sich dabei was Großes zu denken, willigte sie ein. Etwas verwundert war sie dann schon, als er schrieb: Es würde mich freuen, wenn du nachher in Bad Wildau ab und zu meine Hand hältst. Regieanweisungen für eine Frau, machohaftes Denken wird sichtbar. Auf dem Wahlparteitag belog er die Delegierten danach Strich und Faden. Auszug aus seiner Rede. Ich bin nicht allein gekommen. Meine Partnerin Doreen ist hier im Saal. Zurück nach Brandenburg gelockt hat mich die Liebe in Gestalt von Doreen. Ich arbeite zwar in Berlin im Bundeswirtschaftsministerium, aber das Schönste an Berlin ist für mich längst der RE1 um 18.07 Uhr, der mich am Abend zurück nach Brandenburg an der Havel bringt. Was für eine dreiste Lüge. Faut hat nie in der Havelstadt gelebt und seine angebliche Partnerin Doreen ist in Mecklenburg-Vorpommern geboren, stammt zwar aus dem Land Brandenburg, lebt und arbeitet aber seit Jahren in Berlin. In Brandenburg an der Havel war sie zuletzt vor 6 Jahren zu Besuch. Faut täuscht die Landespartei, trickst sich zum Wahlsieg, spielt den Brandenburger, der er gar nicht ist. Mit Durchhalteparolen auf dem Parteitag berauscht er die Delegierten. Überraschend wird nicht Maja Waldstein, sondern er zum Europakandidaten der Brandenburger SPD gewählt. Liebe Genossinnen und Genossen, die Nominierung als euer Europakandidat ist die größte Ehre meines Lebens. Unfassbar, ohne Wohnsitz im Land, mit erfundener Partnerin in der Havelstadt. Die Partei hatte nicht gegengecheckt. Alle Kontrollmechanismen von Generalsekretär Stohn versagten. Mit der überrumpelten Doreen gab es dann noch ein Siegerbild, daneben noch seine Mutter. Die verdutzte Doreen hatte genug von diesem Spiel und wollte nach dem Parteitag nichts mehr von ihm wissen. Sie wollte nur noch, dass er alles lösche, was mit ihr zu tun habe. Als der SKB dann zum ersten Mal über das seltsame Auftreten des Simon Faut in der Havelstadt berichtete, meldete sie sich bei der Redaktion und packte aus. Wir trafen die junge Frau in diesem Potsdamer Café. Dort präsentierte sie uns das Geständnis des Simon Faut. Er hatte ihr den ganzen Betrug offengelegt. Er schrieb wörtlich: Ich habe bei der SPD in der Havelstadt die Unwahrheit gesagt und behauptet, dass meine Freundin in Brandenburg an der Havel lebe und dass ich dort meinen Lebensmittelpunkt habe. Klar haben mich die Genossen beim Altstadtfest mal gefragt, ob denn meine Freundin nicht käme, aber ich musste es immer weiterspinnen. Im Detail hat es auch niemanden interessiert. Doreen hat zu Recht kein Verständnis für diese Hochstapelei. Es wird schlimm für sie. Überall in den Medien, ob beim Vorwärts oder bei Facebook, wird sie als seine Lebenspartnerin mit Wohnsitz in Brandenburg an der Havel gehandelt. Die Matz schreibt sogar, Faut lebt seit einigen Jahren mit seiner Frau in Brandenburg an der Havel und ist im SPD-Ortsverein Neustadt-Wilhelmsdorf aktiv. Nichts davon stimmt. Doreen, die Bekannte aus Berlin, ist außer sich. Sie schreibt ihm ein letztes Mal: Du benutzt mich und verstrickst mich in Lügen und dir ist das egal. Du stellst die Lügen auch noch öffentlich zur Schau und ziehst mich in der Öffentlichkeit damit rein. Und dass es dir jemals um Europa und Brandenburg ging, glaube ich dir nicht. Hättest du einen richtigen Arsch in der Hose, klärst du alles auf. Trete zurück und lerne daraus, dass man seine Reden auf Inhalte und nicht auf Selbstinszenierung und Lügen aufbaut. Und dann noch? Wenn ich weiterhin in diesem Zusammenhang genannt werde, gehe ich anwaltlich vor. Doch von Einsicht bei Simon Faut keine Spur. Bis heute ist seine Kandidatur auf Lügen aufgebaut. Wie sagte er noch so verlogen auf dem Wahlparteitag? Ich bin wegen Doreen nach Brandenburg gekommen und ich bin gekommen, um zu bleiben. Und wenn es der eigenen Karriere dient, hatte Faut wohl immer nur ein Credo, gesagt bei seinen Auftritten in Brandenburg. Ihr wisst, wenn der Kuchen kleiner wird, werden die Tischmanieren schlechter. Treffend formuliert. Doch das waren nicht nur schlechte Manieren, sondern dieses Verhalten steht charakteristisch für das, was Menschen in diesem Land so parteiverdrossen macht. Die unterlegene Kandidatin Maja Waldstein ist natürlich auch das Opfer eines karrieresüchtigen Ehrgeizlings, dem jedes Mittel recht war. Wahlkampf kommt von Kämpfen und wir werden kämpfen. Für Brandenburg, für Europa, für die Sozialdemokratie. Auf in den Kampf! Nicht nur der amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke ist auf seine Selbstinszenierung hereingefallen. Die Spitzenkandidatin der SPD für Europa, Katharina Barley, ist auf Wahlplakaten zusammen mit ihm abgebildet. Durch den Hochstapler Faut hat die SPD in Stadt, Land und Bund Schaden genommen. Unsere Demokratie wird das aushalten müssen.